12 Euro Mindestlohn ab 1. Oktober 2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 21. Januar 2022 hat unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Wort gehalten. Er hatte im Dezember 2021 nach der Regierungsbildung angekündigt, noch im Januar 2022 einen Gesetzesentwurf für einen Mindestlohn 12 Euro im Jahr 2022 vorzulegen. Und zwar wird ab dem 1.10.2022 der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro steigen. Aktuell im Januar 2022 liegen wir bei 9,82 Euro Mindestlohn. Ab dem 1. Juli 2022 soll der Mindestlohn auf 10,45 Euro steigen. Was bedeutet das? Circa 6,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden ab dem 1. Oktober 2022 zum Teil deutlich höhere Löhne und Gehälter haben. Das heißt, sie haben auch mehr Geld im Portemonnaie. Natürlich wird es auch die Sozialkassen freuen, denn damit werden natürlich auch deutlich höhere Sozialeinnahmen für die Krankenkassen und für die Rentenversicherungen prognostiziert. Es wird auf jeden Fall Auswirkungen auf den Minijob haben werden. Das heißt also, alle Minijobberinnen und Minijobber, die 450 Euro im Monat verdienen, können sich darauf einstellen, dass sie bei 12 Euro Mindestlohn weniger arbeiten müssen. Welche Auswirkungen diese Mindestlohnerhöhung, die jetzt heute am 21.01.2022 angekündigt worden ist, dann tatsächlich auf den Minijob haben wird im Hinblick auf die geplante Erhöhung von 450 auf 520 Euro, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob und in welcher Form die Mindestlohnerhöhung zum Beispiel eine Auswirkung auf die Hinzuverdienstgrenzen bei vollen oder für vollen Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner haben wird. Die liegt ja bei 6.300 Euro, ob diese dann im Zuge dieser Mindestlohnerhöhung auch erhöht werden wird. Wir werden, wenn uns der Gesetzesentwurf in Wort und Schrift vorliegt, dazu nochmal ein neues Video drehen, und zwar hier auf unserem YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.